Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute und jetzt, worum geht es in dem Krieg zwischen Israelis und den Muslimen wirklich? Punkt 1. Punkt 2, machen wir ein bisschen Psychologie. Und Punkt 3 hätte ich jetzt ja beinahe schon wieder vergessen. Aber Punkt 3, wo ist jetzt das Hochrisiko? Das Hochrisiko, ich habe nicht gesagt, dass es da ist, aber das besteht ja schon die ganze Zeit, eines Weltkrieges. Wenn Sie das interessiert, dann hören Sie mir weiter zu, weil ich habe sehr sicher Informationen oder sehr wahrscheinlich Informationen, die Sie nicht haben. Die habe ich von so einer Verschwörungstheorie-Seite und habe dann geprüft und siehe da, das ist alles, also die Dokumente stimmen, die lege ich Ihnen auch drunter. Die werde ich jetzt nicht ziehen, sonst wird es zu lang. Wird eh schon lang genug. So. Worum geht es in dem Krieg da vor dem Gazastreifen? Wenn ich schon so provokativ frage, worum wird es gehen? Ganz einfach. Um Öl, um Geld. Sonst geht es offensichtlich um nichts. Und zwar, das habe ich alles geprüft. Und zwar geht es darum, da unten, die da im Gazastreifen leben, wo ich Ihnen schon gesagt habe, also machen Sie mal die Fläche und wie viele Leute da. Da sind ja so viele Kinder gestorben. Woher kommt das? Das ist eine relativ einfache Geschichte. Die sind halt sehr gebärfreudig da in diesem Gazastreifen. Das nächste Problem ist aber das, im Gazastreifen, der ist sehr dicht bevölkert. Wenn Sie da Fläche und Dings nehmen und das ausrechnen, ist die Bevölkerungsdichte anderthalb mal so hoch wie in Berlin. Das muss man auch wissen. Und mir hat jemand persönlich zugetragen, dass er einen Freund hätte, der da öfter mal reingefahren ist, sagt, lass jetzt die Finger davon. Da hat man das Risiko, wenn man in Gazastreifen reinfährt, also das ist jetzt nur ein paar Wochen her, vor dem Krieg, da wird man plötzlich eingeknastet für 4 Wochen und man weiß nicht warum. So. Und der Witz ist jetzt der, dass, und das ist jetzt schon alles verteilt, da möchte ich jetzt wissen, was jetzt weitergeht, weil ich denke auch hier, dass gewisse Leute sich das nicht länger gefallen lassen werden und dass vielleicht Russland eingreift, dann haben wir auch einen Weltkrieg da unten. Und zwar die Leute da im Gazastreifen, wenn ich diesen da ja unten rein, und jeder hat dann ja so 20 Kilometer da, das gehört denen. Und da haben die Leute da unten drin, haben im Jahr 2009 die Firma British Petroleum, das war scheinbar ein Fehler, oder auch nicht, weil die alle gleich sind, Öl suchen lassen. Und dann wurde da ein Öl- und Gasfeld entdeckt, das ungefähr einen Wert nach heutigem Ding von, das war, kann ich Ihnen nicht gesichert sagen, ungefähr 500 Milliarden Dollar hat. Vielleicht ein bisschen mehr. So über den Dicken, da ist zwar nicht ganz groß, aber das wäre natürlich für die da unten ein ziemlicher Segen. So, und da ging es hin und her und jetzt, und das ist das und das und da schlägt man sich jetzt gerade drum und da will man, und deswegen wollten gab es ja mal intern irgend so einen Plan. Das wäre zwar völkerrechtswidrig, aber ist ja egal, was völkerrechtswidrig ist heutzutage, wir sind die Guten. Dass man die da alle umsiedeln wollte, irgendwie nach Syrien. So. Ja, so. Das ist der Punkt 1. Punkt 2, im Moment fährt gerade Russland ja einen Krieg gegen die Ukraine. So. Jetzt muss man wissen, soweit ich weiß, wie hat man früher die UdSSR fertig gemacht, dass sie quasi den Staatsbankrott ausrufen mussten. Na gut, Staatsbankrott haben wir demnächst in Deutschland auch, aber. Aber wie haben die das, wie wurde das gemacht? Das wurde nämlich extern gemacht. Und zwar wurde ein Wettrüsten mit den Amerikanern angezündet. Und gleichzeitig haben die USA über die Kuwaitis und so weiter den Ölpreis so in den Keller getrieben, dass die dann keine Einnahmen mehr hatten und dann pleite gingen. Und jetzt ist, ja, und jetzt ist das Blöde bei den Russen, die Russen sind ein riesiges, das größte Land der Welt. Pro Einwohner haben wir so viele Natur, Bodenschätze und so weiter. Da kommt vermutlich kein einziges anderes Land mit. Sowohl insgesamt als auch pro Person. Das sind diesbezüglich mit Bodenschätzen das reichste Land der Welt. Ist Russland einfach. Ist so. Ja, so. Und jetzt habe ich mal gelesen, wollten die Amis schon an die russischen Bodenschätze ran und hatten denen sogar die Verträge schon vorgelegt, als dieser Jelzin da war, der so ein bisschen viel getrunken hat. Und danach kam Putin und hat gesagt, nicht, und hat die Amis rausgeschmissen und fing dann auch an, Geld in Rubel zu handeln, was er jetzt ja auch macht. So.
Und das funktioniert. Und Amerika ist ja, Sie müssen mal sehen, was Amerika auch an Soldaten und so weiter, die haben ja 130 externe Stützpunkte. So, Amerika ist Land mit, glaube ich, 240 Millionen Einwohnern. Also dreimal von der Bevölkerung her, dreimal so groß wie Deutschland. Aber die leisten sich 50, ich weiß nicht wie viel, jetzt bitte nagel ich mir nicht fest, 50 mal so viele Soldaten, die nur vier Flugzeugträger, die immer mit 10 Fregatten begleitet werden müssen, dass man die Flugzeugträger nicht kaputt schießt und so weiter. Das sind unfassbare Staatsausgaben, die dann nebenbei gehandelt werden. Das Geld muss ja irgendwie reinkommen. So, und der russische, der amerikanische Dollar ist nur deswegen was wert, weil Energie in Dollar gehandelt wird. Und dann kam der böse Putin und hat gesagt, LMA-Quadrat, ich handle in Rubel. Und das hat den Amis natürlich nicht gepasst, weil damit werden die Amerikaner enteignet. Und jetzt zündeln die da rum. Ja, und jetzt brauchen wir aber, und jetzt offensichtlich versuchen die dasselbe jetzt nochmal, jetzt müssen die ja irgendwie den Ölpreis drücken, damit die das russische Russland in die Grütze treiben, was im Moment nicht mehr funktioniert, das glaube ich nicht, dass die das mit sich machen lassen, aber jetzt brauchen die günstig Öl. Und wo kommt das jetzt her? Na, aus dem Gazastreifen, da unten aus dem Meer vom Gazastreifen, also das Öl ist da vor der Küste vom Gazastreifen. Und da müssen die Amerikaner ran. Und das ist meines Erachtens der Grund, warum da jetzt den Krieg gibt, weil wir haben im Moment die Psychologie der Provokation. Man, da ist auch in Deutschland das ganz große Risiko für mich, dass es für meine Dafürhalten, das ist Absicht, man provoziert Leute so lange, bis sie ausflippen und dann kann ich Gesetze gegen die machen. Das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Es wird einfach, das ist die Provokation. Das hat man mit Russland gemacht, nachdem die x-mal NATO-Osterweiterung, dann haben sie noch, ist die NATO hat mal einen Krieg in, ich will jetzt nichts anderes sagen, in Jugoslawien gemacht, da ganz aus menschenrechtfreundlich, ganz bösen, die da sitzen und so weiter. Und dann immer weiter in die NATO erweitert. Und es gibt einen Vertrag, den habe ich Ihnen schon hier gezeigt, dass Russland vorgelegt hat, gesagt, der war im Dezember 2021, dass die NATO darauf verzichtet, die Ukraine als Osterweiterung zu nehmen. Und da hat der Herr Jens Stoltenberg gesagt, das unterschreiben wir natürlich, haben wir natürlich nicht unterschreiben. Das heißt, es wird so lange provoziert, bis der andere eingreift. Und das war da und offensichtlich bei der Hamas, wo ich gesagt habe, wir werden eingesperrt und so weiter. Und die Bevölkerung ist wahnsinnig gewachsen, hat viele Kinder, deswegen sind auch so viele Kinder da unten gestorben. Es hat mit den Kindern a priori nichts zu tun, aber sterben deswegen so viele Kinder, weil der Bevölkerungsanteil der Kinder aber so hoch ist, reine Statistik. Jetzt da den Israelis vorzuwerfen, sie hätten besonders viele Kinder umgebracht, ist diesbezüglich ein bisschen blöd, weil da immer Zivilisten sterben. Und wenn der Kinderanteil, ich weiß nicht, wie viel das ist, 80% ist, sind natürlich mehr, das ist banalste Statistik. So, klar. So, und von dieser Seite ist das mit den Kindern, von der anderen Seite her auch nicht, die haben so viele Kinder, gut. So, aber das ist der eigentliche Grund, so ich das sehe. Und British Petroleum hängt da drin. Und da ist der Herr Sunak, in England. Und die Konzessionen, das hätte ich beinahe gebärbockt, die Konzessionen wurden schon von British Petroleum am 30. Oktober diesen Jahres, also der Krieg ist schon, wurden schon vergeben von British Petroleum. Aber die Hamas und die da unten haben überhaupt nicht gefragt. British Petroleum hat offensichtlich diese Konzessionen schon vergeben. Und da hängt der Herr Sunak drin, da unser Brite da, der mit Premier, ich weiß ja, was er ist, ich weiß nicht, da hängt der Herr Sunak drin und der Gag ist, der hat mit seinem Schwiegervater schon einen Deal über 1, mit der Firma von seiner Schwiegermutter schon einen Deal über 1,5 Milliarden Dollar abgeschlossen. Da können sich dann die Sizilianer tatsächlich von wegen, können sich noch eine Scheibe abschneiden, was da abläuft, ja. Darum geht es. Und deswegen hat man auch irgendwo in Großbritannien, da hat ja einer ganz großen Waffenstillstand gefordert und den hat man rausgeschmissen. Warum? Können Sie sich jetzt vorstellen? Da unten ist Öl. Und da will man das und so weiter. Das ist ganz einfache Geschichte. Und jetzt hat man den Clash mit Ukraine und jetzt komme ich nochmal final auf Russland. Ukraine-Krieg. Und wir kriegen ja, glaube ich, mittlerweile hat es jeder mitgekriegt, dass die Ukraine ein Problem hat, weil... Ich meine,
Wenn Sie mal auf Pressemitteilungen von 2017 oder sowas gehen, da wurde über Deutschland gewitzelt. Wir haben nur für 3 Tage Munition bei manchen Sachen und so weiter. Das war eigentlich völlig klar. Oder für 14 Tage. Deutschland kann sich 14 Tage verteidigen. So, das war das, was vor 5 Jahren noch ganz breit getreten wurde. Da wurde geschimpft, ihr könnt euch nicht verteidigen. So, und jetzt hat Deutschland kräftig Munition geliefert. Und die anderen Staaten waren ja auch nicht so viel besser, der EU. Und jetzt geht hier der NATO und so weiter, geht tatsächlich die Munition aus. Tja, und jetzt, und die Amerikaner haben schon ganz klar gesagt, wir liefern nichts mehr. Wir haben da ja schon 100 Milliarden reingesteckt nach 2014, jetzt kriegt er nichts mehr. So, weil der hat das, haben die sich scheinbar. So, und jetzt ist wieder das Hoch- und Höchstrisiko, was ja der, was die Ukrainer ja schon jetzt 2-mal gemacht haben, dass jetzt Russland warnt davor, dass die Ukraine einen Angriff auf Polen fahren als False Flag. Wir haben 2-mal den Fall, wir hatten im Oktober, September, Oktober letzten Jahres, also vor einem Jahr hatten wir das Problem, dass die Ukrainer zwei polnische Bauern erschossen haben, wo unsere Frau Agnes Marie Strack-Zimmermann sofort die NATO eingreifen lassen wollte. Die war da sofort da. Das habe ich bei meinem anderen Video, wo ich gesagt habe, mit solches, dass die Russen gewesen sind, kann man nur mit 80%iger Sicherheit sagen. Und die Frau Expertin im Bereich Rüstung wusste mit 100%iger Sicherheit, dass es die Russen waren. Blöd gelaufen, waren es nicht. Hat sich nachher herausgestellt, die Ukrainer waren es. Und am 6.9. dieses Jahres war, also am 7.9. war Frau Baerbock und noch so Delegation in Kiew und da wurden auch noch Waffen geliefert, kräftig. Und am 6.9. wurden laut Tagesschau 17 ukrainische Zivilisten durch eine durch einen russischen Bombenangriff getötet. Und dann war klammheimlich, hat man den Tagesschau-Artikel geändert und die 1 Minute 50 aus der Tagesschau rausgeschnitten. Genau die, weil Reuters, also nicht die Russen, Putin ist schuld, na klar, Putin ist jetzt schuld, dass Reuters gemeldet hat, dass die Bilder ausgewertet worden wären und man dann festgestellt hat, dass die Ukraine ihre eigenen Leute beschossen haben. Also am 6.9. beschießt Ukraine die eigenen Leute und am 7.9. liefert dann Frau Baerbock Waffen. Übrigens hat der Putin, der ganz böse gesagt, ich weiß nicht, der über den Herrn Scholz, er wäre eine Lachnummer, hat er gesagt. Da hat er gestern oder heute gesagt, Scholz wäre eine Lachnummer, es wäre eine weltweite Lachnummer. Der will natürlich auch provozieren, klar. Ich weiß nicht, nur so aus Gimmick. Aber das Problem ist das, dass wir jetzt das Hochrisiko haben, weil die Leute ja, weil eben diese Sachen überhaupt nicht richtig aufgearbeitet werden. Eben von der Tagesschau wurde das klammheimlich geändert. Das kann man über die sogenannte Wayback Machine, da gibt es auch den Titel, also Tagesschau 6.9. ist in einem meiner Videos, das da drin, wurde das verändert. Und das Hochrisiko, weil jetzt ja, Selenskyj hat ja irgendwie keine Chance mehr. Und ich persönlich glaube auch, dass Selenskyj ein hervorragender Schauspieler ist. Und ich glaube auch nicht persönlich, dass Selenskyj ein Nazi ist, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Der Selenskyj ist allerdings a puppet on the string. So, und jetzt hat der sich da in diesen Krieg reintreiben lassen von den Leuten, von denen ich gerade da geredet habe. Und es wurde ja in der Ukraine ein Gesetz gemacht, dass, sofern die russisch besetzten Gebiete nicht komplett wieder zurück sind, den Ukrainern Verhandlungen verbietet. Da gibt es ein Ukraine-Gesetz. Können Sie gucken. Da müssen Sie mal gucken. Müssen Sie auf Englisch suchen oder da müssen Sie irgendwie auf Ukrainisch. Gehen Sie auf DeepL, geben Ukraine ein, übertragen und dann gucken Sie nach Gesetz und dann finden Sie das Gesetz und dann müssen Sie wieder rückübersetzen, können Sie es lesen. So ungefähr gehe ich da manchmal vor. So, wenn ich da recherchiere. So, wirklich, mache ich.
gebe ich mal was auf Russisch ein, gucke dann, ob ich das in Russland finde. Und wenn ich das dann im Kreml gefunden habe, dann übersetze ich es wieder zurück. Dann gucke ich nach, ob das stimmt, weil ich ja auf Plausibilität überprüfen muss, ob der Kreml tatsächlich, der Vertragsentwurf mit der NATO war auf Englisch auch, also der war Russisch und Englisch. Da musste ich nicht, aber da habe ich dann auch. Gut. Und da haben wir jetzt das Problem, weil wir haben ja da so ein Ding gemacht, dass wir in einen Weltkrieg reingezogen werden, wenn jetzt plötzlich mal schnell irgendwelche Leute, die Polen da mal mehrere hundert Leute erschießen und wir dann plötzlich den Bündnisfall der NATO ausrufen, dann haben wir hier oben nämlich Weltkrieg. Das wäre ziemlich blöd. Also ich kann davor nur warnen, aber ich weiß auch nicht, weil mittlerweile meines Erachtens so viele Leute so ihr Gehirn abgegeben haben, weil wir wissen, wir wissen, was von unseren Politikern, dass in den allermeisten Fällen, dass die, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht die Wahrheit sagen. Aber im anderen Bereich, da glauben wir ihnen hundertprozentig, dass das alles Russland ist. Also für mich ist das so, wenn der da lügt, dann ist es unwahrscheinlich, dass er nicht da auch zumindest die Wahrheit ein bisschen verdreht. Das ist für mich so. Aber das müssen Sie entscheiden. Aber hier ist meines Erachtens jetzt das Hochrisiko, dass wir jetzt in naher Zukunft, weil sich Zelensky will ja den Krieg gewinnen. Und wenn er den Krieg nicht gewinnt, und er hat ja selbst das Gesetz gemacht, und ich gehe davon aus, dass er genötigt wurde, diesen Krieg zu führen. Und wenn er jetzt da klein beigibt, ist der meines Erachtens am nächsten Tag liquidiert. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Wenn man es mal ganz vorsichtig ausdrückt, von den Leuten, die den Krieg haben wollen, weil er sagt, du hier, weil das ist meine Meinung. Und von dieser Seite ist es aus Zelenskys Sicht, um sein Leben zu retten, die einzige Möglichkeit, jetzt noch Polen zu bombardieren, um dann doch noch die NATO in den Krieg reinzuziehen, damit er seinen Kopf aus der Schlinge im wahrsten Sinne des Wortes zieht. Das ist für mich relativ klar. Genau wie die ja mit kleinen Drohnen, die großen, die Taurus, hat er Gott sei Dank, schon russische AKWs meines Wissens beschossen haben, da wollten die den Atomkrieg auslösen, weil dann hätte Russland reagieren müssen. Haben sie Gott sei Dank nicht geschafft, davor hatte ich Angst, aber jetzt kommt die nächste Aktion. Eine andere Möglichkeit sehe ich für Zelensky nicht mehr, dass er selbst tatsächlich überlebt. Das ist meine persönliche Meinung, welche Meinung Sie haben, bitte schreiben Sie mir die, das ist so meine Ding, was ich dazu sehe. Und Sie sehen, wie verwoben die Dinge sind. Ich habe mich früher nie richtig für Politik interessiert, aber so schwierig ist es ja auch nicht, wenn man mal versucht, sich zu informieren. Vielleicht habe ich was vergessen. Danke für auch das, wenn Sie mir das schreiben. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Moment, jetzt muss ich ausmachen.